legen lassen, die sich kastrieren lassen, die Hormone fressen, die in der Regel schwere psychische Probleme haben, dass also ein Totalitarismus über diesen, ja, über diese Armseligkeit letztlich Einzug hält, versucht Einzug zu halten in die westlichen Gesellschaften. Unglaublich, unglaublich. Hallo und herzlich willkommen zu Adrats Podcast. Mein Name ist Julian Adrat. Die 300. Folge. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen sprachlos. Es ist ja in erster Linie eigentlich nur ein geistiger Erguss. Aber ein geistiger Erguss, den man geistig nicht mehr überblicken kann. 300 Folgen mit Gedanken. Aber gut, so ist das. So ist das Leben nun mal, könnte man sagen. Der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein, sondern, naja, auch von Geistigem. Ich war am Wochenende auf der Pro-Israel-Demo. Lasst mich aus meinem kleinen Kommentar lesen, den ich für Alexander Wallaschs Blog geschrieben habe. Es ist windig, 11 Grad, vor dem Berliner Rathaus wehen 8 Flaggen. Okay, 8 Flaggen, welche sind das? Die europäische, die deutsche, die berlinerische, klar, die israelische. Jetzt fehlen noch 4. Klar, die ukrainische, fehlen noch 3. Richtig, die ukrainische und die ukrainische, 4 ukrainische Flaggen. Am Neptunbrunnen ist eine Pro-Israel-Demo. Nie wieder ist jetzt gemeinsam gegen linken, rechten und islamistischen Antisemitismus angekündigt. Mitinitiator und Grünen-Politiker Volker Beck, Präsident der deutsch-israelischen Gesellschaft, hatte auf X geworben. Er hat über 100.000 Follower. Ebenfalls angekündigt sind Berlins Kultursenator, CDU-Mann Joe Cialo, die 26-jährige Lehrerin Paula Ranft vom Jungen Deutsch-Israelischen Forum und Eren Güvercin, Mitglied der Islamkonferenz. Viele tragen Israel-Flaggen, Bilder von entführten Regenbogenflaggen, davon ein paar mit Davidstern. Und eine iranische Flagge mit Löwen, der von der islamischen Revolution mit dem aus 4 Sicheln und einem Schwert stilisierten Wort Allah ersetzt wurde. Der öffentliche Raum ist erstmalig wieder in Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg zur Gefahrenzone geworden. Eine Kippa zu tragen ist hochgefährlich. Keine Synagoge kommt ohne Polizeischutz aus. Viele Juden sitzen auf gepackten Koffern. Nach wenigen Minuten vor dem offiziellen Beginn um 14 Uhr sind es ein paar Dutzend Demonstranten. Ich scanne den QR-Code, überweise per PayPal 8 Euro und erhalte eine der stählernen Erkennungsmarken, die von den Familien der von der Hamas Entführten hergestellt werden. Bring them home auf Englisch und Hebräisch. Auf der Demo gegen rechts im Februar waren es Hunderttausende, auf der Pro-Hamas-Demo am selben Ort waren es Tausendschaften, der Neptunbrunnen wurde bestiegen und die Palästina-Flagge gehisst, die Bilder gingen um die Welt. Einige hundert waren es am Vorabend, die in Kreuzberg für die Freilassung der RAF-Terroristin und Mörderin Daniela Klette demonstrierten. Fun Fact übrigens, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk von der ehemaligen Terroristin spricht, als habe sie sich distanziert, als seien nicht bei ihr Waffen, Handgranaten und Munition gefunden worden. Demonstrierten und von einem Großangebot der Polizei in Schach gehalten werden mussten. Auf der Demo für Solidarität mit Israel waren es am Sonntag, dem 10. März 2024, im Land der Shoah und Staatsräson rund 150 Personen.
Wie viel braucht gemeinsam, wie viel braucht nie wieder ist jetzt? Volker Beck trägt auf seinem Parker den Aufkleber Fuck Hamas. Wahrscheinlich erfordert selbst das heute Mut. Und ich hatte einen Menschen dort gesehen, den ich kenne. Eine Online-Bekanntschaft in dem Fall. Und ich hatte auch mit ihm geschrieben, ey, ist so eine Schande. Er fragte mich, was hältst du davon? Da waren ja echt wenig Leute da. Ich weiß, er ist immer sehr engagiert, wenn es um Israel geht. Ja, die Frage stellt sich natürlich, ist Volker Beck das richtige Zugpferd? Und er wies richtig darauf hin, dass hätte Volker Beck zu einer Chemsex-Orgie eingeladen. Einer schwulen Chemsex-Orgie wären in jedem Fall mehr Menschen da gewesen. Ist gar nicht lustig gemeint. Ist einfach ein Fakt. Hätte der Typ zu einer schwulen Drogenparty eingeladen, weiß ich nicht, da wären keine 150 da gewesen, da wären 500 gekommen. Jedenfalls Volker Beck, er hat unter meinem Tweet auf einen anderen Kommentar geantwortet. Lasst mich das mal schnell suchen. Ja, melde dich wieder, wenn du den Unterschied zwischen Antizionismus und Antisemitismus kennst. Wusstest du, Flachzange, also der Kommentar geht an mich, wusstest du, Flachzange, dass die Palästinenser innen, also er bringt hier tatsächlich den Genderstern, auch Semiten sind? Nein, 6 Sätzen. Und auf diesen Kommentar nun reagiert Volker Beck. Ich hatte eigentlich gedacht, antwortest du, weiß ich nicht, ja, weiß ich, Adolf Hitler, sinnstiftende Figuren, nicht nur für den Antisemitismus, sondern auch insgesamt für die Linke, nicht wahr? Er höchstpersönlich hat es ja auch nicht gemocht, von Antisemitismus zu sprechen. Die Araber, ja, Araber, seien schließlich auch Semiten, ein großer Fan des Islam. Wie auch immer, Volker Beck kam mir zuvor, der einen Artikel drunter verlinkt hat, Nichts gegen Juden, die Website, De. Die Feststellung, Araber könnten nicht antisemitisch sein, da es sich bei ihnen schließlich selbst um Semiten handle, wird in Diskussionen immer wieder aus dem Hut gezaubert. Doch ständige Wiederholung steigert nicht den Wahrheitsgehalt dieser Behauptung. Zunächst einmal ist es sowieso völlig egal, wer oder was jemand ist. Wenn eine Aussage antisemitisch ist, dann bleibt sie das, egal wie sie geäußert hat. Außerdem bezeichnet der Begriff Antisemitismus nun schon seit mehr als 100 Jahren die Ablehnung alles Jüdischen, auch wenn noch so oft behauptet wird, dass das Wort ja eigentlich etwas ganz anderes bezeichnet. Begriffe haben eben manchmal eine andere Bedeutung, als das Wort vermuten lässt. Wer also glaubt, Antisemitismus beziehe sich nur auf Semiten, der glaubt vermutlich auch, dass eine Schildkröte eine Kröte ist und genau, ein Zitronenfalter Zitronenfaltet. Wahrscheinlich verwendest du eine moderne Seite hier, ja, die gerne duzt, verwendest du den Begriff Semiten aber auch einfach völlig falsch. Wer in Deutschland von Semiten spricht, der meint meist eine unbewusste Vorstellung in seinem Hinterkopf, die vage an die völkische Bewegung des 19. Jahrhunderts erinnert. Außerhalb linguistischer Fachgespräche. Semitisch ist eine Kategorie der Sprachwissenschaften, macht der Verweis auf Semiten genauso wenig Sinn, wie von Ariern zu sprechen. Dann kann man diesen Artikel ausklappen auf einem Button, der heißt jetzt mal in Ruhe, wo dann nochmal weiter ausgeführt wird, auch wenn es sich erst ein wenig widersprüchlich anhört. Antisemitismus hat mit Semiten kaum etwas zu tun. Zwar war in der Bibel schon die Rede von Semiten, im zeitgenössischen Diskurs wurde diese Bezeichnung allerdings erst wieder im ausgehenden 18. Jahrhundert verwendet, vom Historiker und Sprachwissenschaftler August Ludwig von Schlözer. Zunächst wurde der Begriff nur als Beschreibung verwendet. Semitisch, damit wurde eine bestimmte Sprachfamilie bezeichnet. Erst im darauffolgenden Jahrhundert wurde im Zuge rassenideologischer Vorstellungen aus dem Adjektiv semitisch das völkische Substantiv Semiten gemacht, als Gegenstück zum Arier-Mythos.
der Begriff Antisemitismus entstand 100 Jahre später im Umfeld von des Journalisten Wilhelm Marr. Herr Marr suchte nicht etwa nach einer Bezeichnung für andere. Ja, hier auch irgendwie komisch, oder? Das Herr Marr. Man wird geduzt, aber der Journalist Wilhelm Marr, dann erst dann plötzlich der Herr Marr. Herr Marr suchte nicht etwa nach einer Bezeichnung für andere, sondern nach einer Bezeichnung für sich selbst, wie der Name der von ihm gegründeten Antisemitenliga eindrucksvoll beweist. Die seit Jahrhunderten existierende Judenfeindlichkeit hatte sich in der Zeit der Aufklärung von ihren religiösen Argumentationsmustern weitestgehend befreit und hat sich zu einer modernen, säkularen Spielart gewandelt. Mit dem Begriff Antisemitismus stand sofort ein Name für dieses Novum zur Verfügung. Diesem Namen wurde ganz bewusst der Anschein der neutralen Wissenschaftlichkeit gegeben, indem man ihn mit dem Begriff Semiten schmückte, auch wenn dieser Begriff nun plötzlich allein auf Jüdinnen und Juden eingeengt wurde. Letztlich bauen solche Tricksereien auf der Annahme auf, dass bestimmte Vorurteile nicht von jenen vertreten und verbreitet werden können, die selbst davon betroffen sind. Auch wenn dieser Gedanke zunächst durchaus nachvollziehbar erscheinen mag, so ist er in der Realität nicht haltbar. Selbstverständlich können sich auch Jüdinnen und Juden antisemitisch äußern. Wie heißt der Typ? Douglas Murray ist ja wirklich mehr oder weniger unfassbar eloquent, unfassbar streitbar, produktiv, provokant, produktiv auch. Und er schließt diesen einen Typen, er weigert sich mit diesem einen Typen in der Talkshow oder in einem Interview mitzumachen. Ein Jude, der, Mensch, wie heißt er denn? Heißt er Finkelstein? Kommt gar nicht auf den Namen. Oder ist es Dershowitz? Wahrscheinlich verwechsel ich jetzt was total. Aber so ein Typ, der ganz sehr langsam spricht. Und ich glaube sogar, seine Eltern kamen im KZ um. Oder Familienmitglieder. Und selbst diese beschimpft und redet dieser Mensch schlecht. Es ist wirklich ein absoluter Abgrund, als die Hamas 7. Oktober ihre Massaker begangen hat, hat er auch von einem guten Tag oder von, also hat das total gepriesen. Ein sehr bekannter Intellektueller in den USA, sehr bekannt, sehr erfolgreich. Ein absoluter Wahnwitz, Stichwort ein Jude, der sich also antisemitisch äußert. Erst vor wenigen Jahren gab es beispielsweise in Deutschland einen Prozess gegen den Journalisten Henrik Broder. Da haben sie das M vergessen, ne? In der Regel setzt man das dazu, glaube ich. Der den Verleger Abi Melzer Antisemitismusvorwurf zu Recht, wie das Gericht bestätigte, genau diese Jüdinnen und Juden sind es, die gerne als Kronzeugen für den eigenen Antisemitismus angeführt werden. Bereits vor beinahe 100 Jahren stellte Kurt Tucholsky polemisch fest, Jüdinnen und Juden hätten viel bessere und schlagendere Dinge gegen das Judentum anzuführen als alle deutschnationalen Vollwerte zusammen. Deutschnationale Vollwerte. Die gibt es halt auch nicht mehr. Die Vollwerte tragen heute andere. Der Verweis auf das Wort Semit ist eine beliebte Taktik, um von real existierendem Antisemitismus abzulenken. Dabei wird ignoriert, dass Begriffe keine eigentliche Bedeutung haben. Begriffe wachsen historisch und entwickeln sich in einem spezifischen sozialen Kontext. Die verklärte Forderung, man solle doch einfach die Worte für sich selbst sprechen lassen, stellt eine Verzerrung gesellschaftlicher und sprachlicher Realität dar. Das also hat Volker Beck unter einen Kommentar zu mir gepostet. Er hat unter einem anderen Kommentar auch nochmal einen. Richtig, da ging es um Israel lasse Hilfsgüter nicht durch. Und Volker Beck antwortete da auf diesen Kommentar zu einem der Videos von mir mit einem, ebenfalls mit einem Link zu, ich glaube, The Times of Israel, wo beschrieben wird, dass es eben wieder einmal die Hamas ist, die Hilfsgüter blockiert. Letztlich alles die gleiche Art der Kriegsführung, die eigene Bevölkerung,
die eigenen Menschen als Schutzschilde und ja, letztlich Geißeln zu benutzen. Was gibt's noch? Ich habe hier noch eine Karte schon von einer Weile. J.K. Rowling zu Google, mehr oder weniger. Allein die Google-Meldung, wenn man nur googelt und nach News schaut, ist schon eine, wie sagt man, ist schon ein, gibt schon einen guten Überblick. J.K. Rowling spendet 82.000 Euro an transfeindliche Kampagne, titelt queer.de. Und die Weltwoche hat vor drei Tagen geschrieben, die britische Polizei ermittelt gegen J.K. Rowling. Grund, die Harry Potter-Erfinderin besteht darauf, dass es einen Unterschied zwischen Mann und Frau gibt. Bekannt auch ihr Kommentar, glaube ich, dass sie bereit ist, ins Gefängnis zu gehen für ihr Einstehen für die biologische Realität, für die Kommunikation derselben. Harry Potter-Autorin J.K. Rowling könnte das Ziel der absurdesten polizeilichen Ermittlungen seit langem werden. Die 58-jährige Engländerin ist die wohl mächtigste Stimme der Welt, wenn es darum geht, für Frauen einzutreten und Frauenräume vor Männern, auch vor Transgender-Frauen zu schützen. Also vor Männern, ja, die sich als Frau deklarieren. Ihre Kritiker bezeichnen sie deshalb als transphob. Aber in Wirklichkeit besteht Rowling bloß auf der Grundlage jedes menschlichen Lebens, dass sich Männer und Frauen biologisch unterscheiden. Doch in den Zeitgeist passt diese triviale Feststellung, diese eigentlich triviale Feststellung nicht. Rowling weigerte sich, ihre Handlung zu überdenken und begibt sich so in den Dunstkreis der Kriminalität. In England hat die Polizei Ermittlungen wegen Pronomen und Geschlechtsidentität aufgenommen. Die transsexuelle India Willoughby, ein Mann, der behauptet, eine Frau zu sein, hat in einem Interview mit Byline TV so enthüllt, dass die Polizei eingeschaltet wurde, weil Rowling sich weigert, Willoughby als Frau zu bezeichnen. Die erste transsexuelle Fernsehreporterin in Großbritannien, das ist sie also, möchte nun, dass die Behörden etwas dagegen unternehmen, dass Rowling ihre Meinung öffentlich kundtut. Das ist ein Hassverbrechen und sollte genauso behandelt werden wie jemand, der einen Schwarzen mit dem N-Wort oder einen Asiaten mit dem P-Wort, abwertende Bezeichnung für Pakistaner, bezeichnet, forderte Willoughby. In Großbritannien könnten Menschen wegen Feindseligkeit aufgrund ihrer Transgender-Identität strafrechtlich verfolgt werden, heißt es in demselben TV-Bericht. Oder mit anderen Worten, ein Hoch auf die helvetische Meinungsfreiheit. Stellen Sie sich vor, Sie werden verhaftet, weil Sie sich weigern zu glauben, dass ein Mann eine Frau ist. Es ist doch wirklich, man hätte es sich nicht können ausdenken, dass also ein Autoritarismus, ein Totalitarismus sich reinkriecht, reinmogelt in eine Gesellschaft über Menschen, die sich unters Messer legen lassen, die sich kastrieren lassen, die Hormone fressen, die in der Regel schwere psychische Probleme haben, dass also ein Totalitarismus über diesen, ja, über diese Armseligkeit letztlich Einzug hält, versucht Einzug zu halten in die westlichen Gesellschaften. Unglaublich, unglaublich. Man muss ja nicht an den Teufel glauben, aber diese Kreativität ist durchaus zu bewundern. Wie will ein halbwegs bei Verstand bleibender Atheist, sag ich mal, diesen Wahnwitz noch rational in eins klingen mit einer Überzeugung, dass der Mensch letztlich ein vernunftgesteuertes Wesen ist. Dass es keine höheren Wahrheiten gibt. Aber cool. Muss man einfach sagen. Tolle Frau, die J.K. Rowling. Wer hätte das gedacht, ja? Papst Benedikt, der nicht unbedingt angetan war vom Harry-Potter-Kult.
Aber man muss dazu sagen, J.K. Rowling, muss man konstatieren, hat ihren gesunden Menschenverstand bewahrt und wirkt durch ihre Prominenz denn doch positiv. Ich wünsche euch allen eine gute weitere Fastenwoche. Schweigt nicht, wir hören einander. Bis ganz bald. Tschüss. She's got COVID-19, she's tucked in all alone. She's tucked in toweling with her socks on.